Steiermark machen die Dorfbewohner gegen ihren Bürgermeister mobil. Denn obwohl das Dorf mit finanziellen Problemen kämpft, will der sein Gehalt um ein Viertel erhöhen. Das lassen sich viele Bewohner nicht gefallen. Sie schreiten zum Protest. Diese Gesichter sagen mehr als 1000 Worte. Hier brodelt's ganz schön im kleinen Liboch in der Steiermark. Denn der hiesige Bürgermeister will mehr Gehalt, um 25% mehr, um genau zu sein. Diese Erhöhung soll hier in der Gemeinderatssitzung beschlossen werden. Für ihn, Akmale Wiesen, hatte doch mit seiner Partei die absolute Mehrheit. Mehr Geld für welche Leistung, fragen sich die Bürger und protestieren gegen den selbsternannten Dorfkaiser. Wenn er gute Arbeit leisten würde für uns, und das ist ja seine Hauptaufgabe, für uns Bürger da zu sein und nicht für sich oder für die Politik, dann kein Problem damit. Und ich bin auch deswegen heute da, weil es mich einfach interessiert, weshalb er eine 25-prozentige Gehaltserhöhung haben möchte. Das bittere Detail am Rande, Liboch ist hoch verschuldet, auch Rücklagen gibt es keine. Ist es hier wirklich angemessen, sich selbst 25% mehr Gehalt zu verordnen, Herr Bürgermeister? Nur geht es rein um die Mehrleistung, die erbracht wird und die Mehrleistung, die dann abgegolten werden soll. Und dass das halt dieser Prozentsatz ist, ist einfach eine Sache, die nicht ich persönlich festlege, sondern die einfach das steuermärkische Bezügegesetz einfach vorsieht. Und der Zeitpunkt ist für ihn ja perfekt. Bald sprengt Liboch die 5000 Einwohnermarke. Und dann soll es beim neuen Gehalt nochmal 857 Euro monatlich draufgeben. Für die Bürger Libochs unbegreiflich. Sie werden weiter protestieren, solange bis der Bürgermeister endlich, wie der Begriff es schon sagt, zugunsten seiner Bürger arbeitet. Das nächste Austria News Update sehen Sie morgen ab 6 Uhr früh in Kaffee Puls. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.